Ja, mein Name ist Michael Fronzek. Wir helfen Amazon und eBay-Händlern auf den Marktplätzen zu verkaufen. Drei Trends, wenn man jetzt auf Artikelebene sagt, im E-Commerce, war es natürlich ein sehr, sehr großer Trend, war Stranger Things. Stranger Things ist ja gerade im Mai diesen Jahres nochmal released worden. Das war die vierte Staffel, die erfolgreichste Serie auf Netflix gewesen. Und da hat man gesehen, dass viele Leute die Chance genutzt haben, auch schon vorher, die Lizenz zu erwerben. Es gibt sehr, sehr erfolgreiche Kalender, die mit Stranger Things Utensilien quasi besetzt worden sind. Und da hat man super Umsätze gefahren, alleine nur wegen diesem Hype. Das heißt, Hype erkennen, wenn man das mitbekommt. Herr der Ringe ist jetzt zum Beispiel gerade released worden. Da sollte man überlegen, ob man vielleicht passende Artikel dazu hat und ob man diese Chance nutzt. Natürlich, wenn man jetzt ein bisschen weiter vorguckt oder sich die Corona-Zeit anschaut, waren da natürlich sehr, sehr große Trends. Alles, was mit Gartenzubehör und alles, was in irgendeiner Art und Weise dazu geführt hat, sein Zuhause zu verschönern, sein Zuhause zu verbessern. Die Leute konnten ja zwei Jahre lang nicht wegfahren. Das war ja dieses Jahr ganz anders. Da sind die ganz extrem weggefahren. Deswegen wäre meine Nummer drei quasi alles, was dazugehört mit Spaßartikeln. Ne? Spaßartikeln für den Urlaub, sei es jetzt Taucherbrillen, sei es jetzt irgendwelche Schwimmschuhe für Kinder und so weiter gewesen. Also man sollte schon immer die zeitliche Betrachtung sich anschauen. Das heißt, in welcher Situation bin ich gerade? Was passiert gerade? Was passiert gerade um mich herum? Die Strompreise sind ja auch explodiert oder die Gaspreise und jetzt schießen Powergeneratoren durch die Decke bei Amazon. Das heißt, die Leute wollen ihren eigenen Strom erzeugen. Deswegen Trends sollte man immer erkennen.